NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So. Was war Thema? Ja, Jente aus Melder fragt, wie man wohl im Mittelalter die überstandene Pest gefeiert hat und ob hier auch schon irgendwelche Partys geplant sind. Ach, du meinst, nach der Pest damals ist ein Drehleier- und Schalmeinrave durch Wittenberg gezogen und überall Zungen und Hände und... Oma, bitte. Ja, ey, gab's nicht und ich fürchte, das wird's auch nicht geben. Ja. Werden wir überhaupt jemals wieder die Partytiere, die wir mal waren, oder sind wir alle zu Hühnerhaltern und Sofamonstern mutiert? Ist das Evolution? Der Schritt zurück in die eigene Höhle? Wenn's draußen nichts mehr zu jagen gibt, dann bleibst du eben wieder drin. Und wenn da das Feuer gemütlich prasselt, dann muss draußen aber schon ein richtiges Mammutwochenende abgehen, sprichwörtlich, damit da einer mal den Arsch vom Felsen hochkriegt und die Keule in die Hand nimmt. Jawohl. Oma, bitte spende doch einmal Hoffnung. Nein, es ist ein abtrainierter Muskel, wie wenn Leute ein Kind bekommen haben und dann erstmal vom Partymarkt runter sind, mehr oder weniger. Und schon auf Hochzeiten um 22:45 auf die Uhr gucken und auffällig, unauffällig gehen. Ja. Die kommen nie wieder zurück. Manche vielleicht nach 20 Jahren. Wenn auch der letzte Hund tot ist und die Scheidung durch, dann tauchen die plötzlich wieder gierig in den Bars und Kneipen auf. Wie der erwachte Dracula, dem man beim Pennen ein Tröpfchen Blut eingeflößt hat. Und diese Leute, das ist die einzige Hoffnung. Aha. Und wenn ihr dabei sein wollt, ich sitze in der Eule und ich warte auf euch. Und werden mit allen von euch stundenlang... Oma, hören ja auch Leute unter 18 zu. Egal, mit denen auch. Das ist ein Versprechen. Ich gebe euch mein Ehren... Aber das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Und zwar richtig.